Eieiei, liebe Freunde, es ist jetzt Juni, glaube ich, oder Juli. Ich habe schon wieder verschlafen mit den Lootboxen und habe dementsprechend wieder zwei, die ich unboxen muss. Und finde jetzt wieder blind, nicht das Loot-Tab, weil das unten drin so schlecht versteckt ist, dass ich da nicht drankomme. Ah, das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Ah, jetzt muss ich ja... Ah, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hallo? Ist nicht da. Warum ist es nicht da? Da ist es. Nein, das ist es nicht. Oh, macht mich bekloppt. Okay, so. Ja, jetzt habe ich die Juli-Box. Okay, es ist Juli. Na gut, es ist Juli. Die Juli-Box habe ich dann wohl gerade vercheckt, aber ist auch egal. Tatsache ist, es ist mega heiß. Ich sterbe hier und ich habe jetzt auch den Ventilator. Ich habe das ganze Jahr den Ventilator an. Es ist immer warm, aber das ist jetzt gerade... Momentan ist so... Ich hasse alles, das ist so scheiße. Dachgeschosswohnung, ich hasse mein Leben. Egal, Unboxing hier, Titelbild, Zeichnung, Get Digital, Juli, hey, hu. Okay, komm, wir fangen einfach an hier. Das ist ja schon real. Ist ja scheiße real. Und zwar, denken wir Grofem, eine Umhängetasche von Chetawosche. Mit der Kylo Arena, also das heiße Produkt von der guten Disney. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich hasse Disney, aber mit Pixar zusammen Toy Story, mega. Und ja, auch diese Realverfilmungen wie Flug der Karibik und Co. auch total gut, aber alles andere, alle anderen Animationsfilme und weiteres, Rotze. Also ich meine, es ist mir nicht auf, das ist, ja... Ich will nicht sagen, dass Disney als skrupelloses und über Leichen gehendes Unternehmen bekannt ist. Doch, will ich eigentlich schon. Aber die sind auch in ihrem Merch zwar sehr, sehr weit vorne, aber nicht, was die Qualität angeht. Denn dieses, ich kann jetzt schon sagen, diese, und da kann Get Digital gar nichts für. Das ist einfach Disney. Aber dieses Material, man sieht, dieses Leder ist einfach so ein richtiges Billigleder. Wenn ich da was reinpacke wie eine Flasche, ich glaube, das reißt sofort kaputt. Das ist gar nicht so lustig, wie es klingt. Gut, egal, weiter geht's. Oh, was haben wir denn da? Oh, das finde ich gut. Oh ja, ein weiteres Star. Wir haben jetzt Juli. Habe ich irgendwas verpasst mit Star Wars? Ich meine, Mandalorian, ja klar, aber der hat ja, das ist ja was anderes. Kann der was? Also ich habe hier einen. Das finde ich cool. Das ist ja cool. Talking Plush. Da gibt's Maschine von Darth Vader, Chewbacca, BB-8, Kylo Ren, R2-D2 und Yoda. Aber witzigerweise habe ich hier eins von den Raumschiffen, beziehungsweise von Fliegeviecher. Fliegeviecher. Interessant. Guck mal. Das guckt sogar der Reifen raus. Hinstellen kann man es trotzdem nicht, glaube ich. Nee. Und bei R2-D2 fehlt irgendwie das Auge. Seht ihr das? Und das, nein, das ist es nicht. Wenn ihr guckt, das ist nur die Naht. Ja gut. Alles mit Batterien? Das kann Geräusche machen. Macht's immer das Gleiche? Voll geil. Voll geil. Finde ich super. Das finde ich lustig. Der ist auf jeden Fall was Lustiges. Haben wir hier ein Poster? Zu was? Was ist es? Du Scheiße. The Wiggle, die Totenwache oder The Vigil? Schau in die Seele eines Toten, ohne dabei die Deine zu verlieren. Okay, das scheint wieder so ein... Oh, ich habe Horrorfilme, ne? Weil nichts anderes mehr als Horrorfilme. Ich sehe nur noch Horrorfilme. Irgendwie so hier, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich kenne den Film nicht. Kann sagen, dass ein Horrorfilm ist. Wer dieses Poster haben möchte, der kann mich gerne anschreiben. Wer diesen Film total geil fand oder findet. Wobei ich witzig, glaube ich, witzig finden würde, wenn der Film jetzt im Kino laufen sollte.
und der läuft aber gerade nicht im Kino. Eben einfach der Tatsache heraus, dass momentan irgendwie in den Kinos fast gar nichts läuft. Sollte ja auch eigentlich dieses Jahr der Ghostbusters Legacy rauskommen, mit den Erben der Ghostbusters, der Originalen, aber der wurde verschoben auf nächstes Jahr 2021, genau wie Black Widow wurde verschoben, auch sollte auch im Kino kommen. Aber Hauptsache, die können die andere Kackfilme jetzt irgendeinen Rotz in die Kinos reinkloppen, mit so und so viel Zuschauern, finde ich echt ein bisschen unfair. Muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr waren auch drei Marvel-Filme angekündigt. Geht jetzt nicht. Aber wenn irgend so ein halbnackter Fuzzi in so einem Film abdanzt, weißt du, dann müssen die das ins Kino bringen. Das ist ganz wichtig. Oder die normalen Filme lieber nicht, weil da guckt ja keiner, ne? Hauptsache die ganzen sabbernden Frauen, die dann im Kino sitzen, finde ich zum Kotzen. Oder für den Horrorfilm. Ich glaube nicht, dass der jetzt im Kino läuft. Aber selbst wenn er es tun würde, wäre ich noch abgefuckt, zu wissen, dass andere Filme, die jetzt hätten diesen Monat oder letzten Monat laufen sollen, nicht im Kino gelaufen sind. Finde ich dann kacke. Mit der Begründung, dass ja keiner ins Kino gehen darf. Boah, Corona-Kotzen ist so zum Kotzen, ey. Ich kann es doch gar nicht sagen. Boah, nervt mich das, ey. So viel vorgab dieses Jahr. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal geschafft, für alle Events, wo ich wirklich hin wollte. Und dieses Jahr wären es 5 Stück gewesen. Zum ersten Mal 5. Gamescom-Spielemesse, MPS Köln, Fantastischer Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund. Wobei ich sagen muss, dass ich für das MPS Köln und Lichterweihnachtsmarkt jeweils nur freitags und samstags und montags frei bekommen hätte, um das länger durchzuziehen, damit man da zeitlich alles gut schafft. So. Und Spielemesse auch donnerstags, freitags und montags, damit ich den Montag habe, um zurückzukommen und Donnerstag und Freitag nutzen kann für, ne, bla 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 blop blop. Spielemesse, Gamescom die ganze Woche. Und bei uns so ein Event, das heißt Spring Jam, da habe ich direkt im Anschluss die ganze Woche Urlaub gehabt. Ja, die ist zum ersten Mal geschafft, für alles freizukriegen. Geil, was total schwierig ist normalerweise. Und was passiert? Dann kommt Corona. Vielen Dank. Kotzen, ehrlich. Naja, gut. Dann haben wir hier einen Star Wars Bobblehead. Auch wieder so eine Minifigur. Boah, guck dich mal an, wie Chewbacca da aussieht. Also manchmal ist es schon echt merkwürdig, wie die Figuren aussehen. Also... Kann ich mich jetzt nicht so mit anfreunden, tatsächlich. Ist nicht so meine Welt. Naja, gut, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm, ne? Was ist das? Was ist das? Könnte eine Maske sein? Irgendwie so? Na gut, ich lasse es jetzt einfach mal so auf. Das hält so nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Hä? Ja, da müsst ihr irgendwie anders aufsetzen und knicken und ein. Rabbidi-babbidi-bu. Da ist also irgendwie so ein Bastelding. Wenn ich jetzt einknicke, wird die mir zerreißen. Das Material ist einfach nicht. Für meine Hände, für meine grobmotorischen Hände ist das Material nicht dick genug. Und da. Oh nein. In der letzten Lootbox habe ich euch erzählt. Ich fange nochmal an. Wie Schachfiguren von einem Zeitschriftenhändler aufgekauft worden sind oder Fahrzeuge von einer Batman-Sammelserie und die Wootbox und die Lootchest gesagt haben, boah, voll viel Geld ist das Ding wert. Und dann war das irgendwie von einer De Agostini aufgekauft, Zeitungen wurden abgemacht, weggeschmissen und nur dieses Item selber wurde in die Boxen gepackt und als teures Sammelobjekt verkauft. So, das haben die mit Herr der Ringe Schachfiguren gemacht, das haben die auch gemacht mit den Sammelfiguren und auch mit den Fahrzeugen von DC. Daraufhin haben die in ihre Loot-Hefte reingeschrieben, dass es davon noch 5 verschiedene gibt und wow, das stimmt aber gar nicht. In Wirklichkeit gab es noch mehr, aber die haben das in den Loot-Heften halt angepasst. Jetzt hat letztes Mal in der Get Digital Box so ein DC-Fahrzeug gesteckt und ich war schon ein bisschen enttäuscht und dachte so, oh nein, bitte, bitte, tut das nicht. Das war, glaube ich, die... Das ist die Mai-Box? Ich glaube, das war die Mai-Box tatsächlich. Da war ich erst so ein bisschen... Und jetzt ist genau in der nächsten Box... diese Figur von Herr der Ringe dabei. Gollum. Finde ich auch wieder von Eagle Moss, finde ich tatsächlich ein bisschen strange. Collector's Model. Finde ich sehr strange. Warum ich weiß, dass das in Zeitschriften gab, weil ich auch mal im Lottoladen Annahmestellenleiter war und wir diese Scheiße verkauft haben. Das macht mich jetzt gerade wieder so... Beim letzten Mal fand ich das schon kacke. Ich finde das jetzt wieder kacke. Jetzt habe ich die Unibox natürlich nicht aufgemacht. Das muss ich mal tun. Gleich noch. Aha. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so cool, muss ich sagen. Mach doch, hör doch mal auf, hör doch auf damit.
Die haben auch die Sachen von Loot Crate aufgekauft. Gut, die sind pleite gegangen. Aber Loot Crate spricht jetzt nicht gerade von Qualität. Und dass die Get Digital, was mich ein bisschen stutzig macht, die überhaupt in ihre Box genommen haben. Weil eigentlich haben die immer gute Qualität gehabt. Die beiden Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind jetzt kein Garant dafür, leider. Und ich muss auch sagen, dass die Loot Crate Sachen aufgekauft haben, ist jetzt auch nicht gerade cool. Weil die sind nämlich auch echt schlecht gewesen, die Loot Crate Sachen. So, jetzt haben wir nächstes ein. Wir hören jetzt mal auf damit, weil ich bin immer ein bisschen traurig gerade und enttäuscht. Ich habe hier von Get Digital Exclusive, und zwar ist das eine Hydrophobe, wollte ich gerade sagen. Ölflasche. Hey oil, wanna hang out? I can't mix with you guys. Hydrophob. Steinzeugflasche für Öl, Spiritosen und andere Lebensmittel. So. Hydrophob kommt aus dem Griechischen und bedeutet wasservermeidend. Er ist verwendet, um Substanzen zu beschreiben, die sich nicht mit Wasser vermischen. Wassermoleküle sind polar und schließen daher unpolare Moleküle wie Öl aus. Tada! Und das ist halt diese wunderbare Flasche. Jetzt hier nochmal auf Englisch draufstehen. Auf der Verpackung steht es auf Deutsch, aber gut. Aber ich liebe das ja, ne? Diese Flasche mit diesen geilen Korken, das ist so. Also ein bisschen so wie diese Wikinger-Med-Flaschen. Aus demselben Material ist das auch. Aber, und jetzt kommt wieder das Manko, an meiner Flasche sind leider überall richtige, ich weiß nicht, ist es Farbe oder so, sind überall Kitschen. Mann, ey! Ich weiß nicht, was irgendwie in letzter Zeit los ist. Da habe ich nur Pech oder es läuft einfach so nicht oder ich weiß es nicht. Schade. Scheiße! Mann, ey! Ärgerlich! Jetzt kann ich nicht mal, ich würde die nicht, das ist sowieso eine Flasche, die ich nicht benutzen würde. Die würde ich eher hinstellen zu anderen Sachen aufs Regal, zu anderen Flaschen und zu anderen Gläsern. Aber so wie die aussieht, möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Deswegen werde ich die wahrscheinlich verschenken oder so. Ich weiß es noch nicht. Schade! Was ist denn jetzt los? Okay. Gut, ein bisschen was haben wir noch. Obligatorisches braunes Tütchen. Braun! Ich meine, der Witz wird einfach nicht alt. Und da ist drin Sachen, die nicht rauskommen. Nee, was ist denn? Es ist solche Bierchen, Zwartbeet, solche Salamakup, de Beute, Breke, Breke, Verleuke, Verleuke. Candyman, the Candyman can. Bis zum 1.12.2020 haltbar. Ist irgendwie so ein Pulver. So ein Traubenzucker oder saures Pulver, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so ein Pulver. Aber früher war so ein Finger rein. Wahrscheinlich ja, ist wahrscheinlich so ein. Ich glaube, so von der Konsistenz her würde ich sagen, dass es Traubenzucker ist. Ich wohne zwar an der holländischen Grenze, aber das heißt nicht, dass ich holländisch kann. Was haben wir hier? 4 Aufklebers. Und zwar die, die normalerweise, wenn du Fenster offen hast, ab C, hast du die. So, gute Erklärung, ne? Ich weiß, ich bin der König der Erklärungen. Dann hier, mach die Mutprobe, oder traust du dich nicht, in die Tüte zu greifen? Mach die Mutprobe, oder traust du dich nicht in die Tüte zu greifen? Okay, doch. Make Courage Test. Viel Glück. Good luck. Das ist ein Scherzartikel. Nicht essbar. Ich glaube. Ich kenne das. Da ist so ein Gummiband drin mit so einem Draht. Das ist quasi so ein Ring. Und dann so ein Bügel. Da sind zwei Gummibänder drin. Dann drehst du das komplett auf in der Mitte, dass das Gummiband sich zwirbelt. Steckst es so in die Tüte rein. Wenn nächste das aufmacht, dann macht die Tüte dann brrrr und vibriert durch die Bewegung. Und ich glaube, so ist es auch bei dem. Warte. Achso. Ah, guck mal. Hätte recht. Ja. Mutprobe. Die meisten wollen, sobald die meisten das Vibrieren hören, dann trauen sich das nicht. Das gab es früher in der Mickey Mouse, deswegen weiß ich das noch. So ist das jetzt gezwirbelt. Jetzt stecken wir das so in die Tüte, drücken es zusammen und machen die Tüte zu. Ich hätte gar nicht beschrieben, wie das drin ist. 30 Mal drehen, nach 30 Mal, das ist 30 Mal. So, machen wir das zu, jetzt machen wir es auf und... Da kriegen einige schon Panikattacken, nicht wahr? Das ist lustig! Ich find's lustig. Naja, ihr habt keinen Humor. So, okay, nein, Quatsch. Letztes Item, wieder mal das T-Shirt. Hab schon gesehen, was es ist. Pokémon-Zeit ist bei mir leider vorbei, aber... Hier.
Ich habe Pokémon und Digimon geguckt. Ich habe ganz viele Animes geguckt. Damals konnte man auf RTL 2 noch Animes gucken. Da wurden die auch die Songs, die Titel, die Themes noch auf Deutsch übersetzt. Und man hat nicht durch sein Gucken auf Japanisch mit englischen oder deutschen Untertiteln dafür gesorgt, dass Synchronsprecher arbeitslos werden. Ich kenne einige Synchronsprecher und das macht mich immer wieder traurig, dass sie sagen müssen, dass es nur noch ein Nebenjob ist, weil die jetzt was anderes nebenbei noch machen müssen, weil dadurch, dass alle mit Originaluntertiteln oder englischen Untertiteln oder sowas oder deutschen Untertiteln gucken, die leider ihren Job quasi fast aufgeben mussten, weil sie kein Geld mehr damit verdienen. Weil es sind aber dieselben Leute, die immer sagen so, nein, Arbeitslose, oh, wir müssen was dagegen tun. Und dann gucken die sich Animes im Originalton mit deutschem Untertitel an, der meist auch noch falsch geschrieben ist, also falsch buchstabiert. Ne? Das macht mich traurig. Und am RTL 2 gab es damals immer noch so richtig geile Animes. Von morgens bis irgendwann spät nachmittags. Dann kam irgendwas Lustiges, eine Sitcom und abends lief dann Dragon Ball Z und anderes. Ja, und dann war ich wieder vorbei. Das waren auch schöne Zeiten. Da kann man Pokémon, Digimon, Monster Rancher, also richtig geile Sachen. Gibt's leider nicht mehr. Es ist traurig, dass die jetzige Generation aufwächst mit nach der Schule nach Hause kommen und Fernsehen an, dann kommt Assi-TV. Oh geil, Berlin. Deswegen sind die ganzen Teenies auch mittlerweile also assig. So prollig und tussig und gucken sich alles schön an dem Fernsehen ab, ne? Ja, Netflix hin oder her, aber bringt halt nichts, wenn es keiner guckt, ne? Also zumindest von denen, dann, ne? Die gucken sich ja trotzdem das Falsche an. Schade eigentlich. Aber na gut, das ist das T-Shirt. Wie gesagt, ist nicht mehr meins, ne? Ich habe Pokémon natürlich damals genau wie jeder andere Mensch auch. Habe ich verfolgt und auch gemocht damals, habe auch die Spiele gespielt. Habe auch tatsächlich bei Pokémon Go mal eine Zeit lang mitgemacht. Ich fand es irgendwann blöd, weil wenn du dann zu spät einsteigst und auch Kämpfe mitmachen willst, kriegst du dein Pokémon einfach gar nicht mehr so krass gelevelt. Mittlerweile sind auch die ganzen Pokémon bei, die ich doof finde. Ich habe die ersten 150 miterlebt, dann habe ich tatsächlich nochmal die nächsten 100 mitgemacht. Dann war bei mir Schluss, da war Pokémon-Zeit vorbei. Ist nicht mehr mein Ding gewesen, dann nicht? Ja, Zeiten ändern sich. Mittlerweile ist Pokémon für mich einfach nur noch tatsächlich anstrengend. Wenn ich sowas sehe, wie es gibt Pokémon, die sind aus wie ein Kackhaufen oder ein Schlüsselbund. Hallo? Und dann die ganzen. Naja, das ist auch alles wieder. Das ist einfach. Man hat sich auch satt gesehen, weil es überall auftaucht. Das ist mir zu viel. Egal, gucken wir mal. Also, das Plüschfigur. Oh Gott, es gibt diese Plüschfigur von Star Wars sogar als. Als AT-AT. Und nicht nur als X-Wing und als Millennium Falcon. Oh, ich will sie haben. Wer kauft mir die? Die kosten 18 Euro ein Stück. Ich will den da haben, den AT-AT. Und ich will den Millennium Falcon haben. Verdammt. 18 Euro. Die Flasche 15. Der Gollum 10 Euro natürlich. 18 Euro für das T-Shirt. 7 Euro für die Star Wars Minifigur. Chroma Gun Steam Code. Ja, interessant. Diesen Chroma Gun Steam Code für 13 Euro, den habe ich in dieser Box nicht drin. Der fehlt. 13 Euro weg. Super Schurken Papiermaske. Bane. Ach, von Bane. Ja, ich wusste, dass mir das irgendwo bekannt kam. Das ist von DC. Batmans Gegner. Also, ne? Der Aufkleber für 1 Euro. Die Mutprobe für 2,45 Euro. Es ist Salmiakpulver, war übrigens in dem Tütchen drin. Scharfes, süßes und sehr aromatisches Salmiakpulver aus Holland. Gewürz beim Backen oder Kochen eingesetzt werden oder nascht es einfach pur, okay? Okay, und die Tasche von Star Wars gibt es auch 6 verschiedene von. Sind 25 Euro. Ist ja auch in Ordnung eigentlich und so, nicht? Aber das ist jetzt gerade so. Das ist jetzt gerade mit dem Steam-Code, das. Wieso hab ich denn nicht? Mann! 25 Euro, okay, 25. 26, 28, 35, 35, 45, 55, 65, 75, 80, 88, ja gut, 96. Also ich habe jetzt in meiner Box 96 Euro Warenwert. Hätte ich jetzt den Steamcode dabei gehabt, wären es dann, was habe ich jetzt gesagt? 109 Euro. Na gut, ich sag mal so, ne? Ich sag mal so. Das kann passieren. Steam macht da normalerweise nicht diese Fehler. Also es passiert eigentlich nicht, dass sowas ist. Ich gucke auch nochmal nach, was in dem Loot-Heft vielleicht drin ist. Kann ja auch sein. Dass es hier irgendwo drin steckt oder so. Das kann natürlich auch mal sein, dass man. Es kann immer mal was passieren. Allerdings ist mir das tatsächlich noch nie passiert. Klappe unter der Pappe auch nicht? Nee, da ist nix.
Ja, schade. Gucken wir nochmal in das Heftchen rein, da war auch nichts, in das Tütchen rein, da war auch nichts drin. Nee. Ja, da habe ich den Steamcode wohl nicht gekriegt. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade drum. Ja, dann sind es für mich nur 96 Euro, keine 109 Euro. Das ist natürlich scheiße. Und das Poster ist ab 23. Juli im Kino. Aha, ist also doch ein Horrorfilm, okay. Sag ich doch. Ja, ich habe keinen Steamcode. Das ist jetzt echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Das finde ich jetzt gerade wirklich ein bisschen kacke. Ich hätte gerne gesehen, was es für ein Spiel ist. Naja. Aber ihr habt es ja gesehen, ne? Ich habe es ja auch gerade hier. Ich mache nochmal kurz so. Ja, das ist die Box. Ich habe ja gerade, bevor der Kamera unboxt. Und hier ist auch nichts hinter. Und hier ist auch nichts hinter. Ist kein Steam-Code drin. Schade. Vielleicht sieht das jemand von Get Digital und kann es bei mir melden. Würde mich freuen. Ich hätte gerne den Code gehabt. Naja, gut. Läuft von mir nicht bei den letzten Boxen irgendwie. Hundelei, ey, gerne. Bis dann. Tschaußen.